Hallo und herzlich willkommen zurück zu Witcher 3 Wild Hunt. Und wie man es an meiner Stimme wahrscheinlich schon erkennt, bin ich immer noch angeschlagen durch eine Krankheit, die mich ereilt hat. Jetzt fange ich schon am Anfang schon so melodramatisch an. Und was ich eigentlich sagen wollte, heute machen wir mit der Hauptquest, also mit der indirekten Hauptquest weiter. Und zwar die Quest, die uns nach Skellige auf die Insel Undvik führt. Denn da haben wir noch viel zu tun. Und warum kann ich... Ich will dahin reisen können. Aber da war ich noch nicht, ne? Nee. Da war ich noch nicht. Doch, am Anfang war ich da schon. Gut. Wir müssen... Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssten dahin. Einerseits... Der Herr von Undvik ist der Neuhafen. Ja, wir müssen nach Kertrolde. Erstmal. Stimmt, ich muss jetzt zum Schnellreisen immer zu so einem Symbol hin. Ich bin das aus Fallout überhaupt nicht mehr gewöhnt. Weil in Fallout kann man ja jederzeit zu einem markierten Kartenpunkt schnellreisen. Das geht ja hier in Witcher nicht. Finde ich sehr schade. Weil das ist der Punkt, an dem Fallout dem Hexer ein wenig überlegen ist. Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, Cutscene. Dass Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Yennefer suchten Jarlkrach an Kraid auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. Aber das ist Das ist ja die Hauptquest und die möchte ich ja noch nicht ganz verfolgen. Denn die Hauptquest ist zwar lang in diesem Spiel, aber auch nicht so lang. Da dachte ich mir, ich mache noch ein paar Nebenaufgaben, die ja indirekt mit der Hauptquest zu tun haben. Die somit einen Handlungsstrang in der Geschichte fest eingewoben sind. Und deswegen zuerst die Nebenquests. Denn ich glaube mich daran zu erinnern, dass die zwei Nebenquests zu den Kindern von dem Krach, ich glaube, auch wichtig waren. Für später zumindest. Ich glaube, da gab es dann doch was. Der Mensch braucht seine Sorgen. So wie das Schiff seinen Ballast braucht, um gerade und gleichmäßig zu fahren. Da gab's zumindest was. Ruhe ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? So, Neuhafen. Ist hier Neuhafen? Ich weiß nicht. Oh. Kann ich hier zufällig mitmachen? Skelliger. Nö, scheint nicht so. Naja, vielleicht später irgendwann, wenn ich die Quest dafür habe. Ah, hier soll ich nachfragen. Wer könnte denn was zu sagen haben? Der Typ hier. Was willst du? Ich suche nach Leuten von Undvik. Die sind tot. Ich habe gehört, dass viele überlebt haben. Sturköpfiger Blödmann. Was willst du denn wissen? Warst du dort, als der Riese angegriffen hat? Ja, war ich. Als eine der Leibwachen des Jarls. Ich hab versagt. Hab nicht an das geglaubt, was die Priesterinnen sagten. Dass wir bestraft werden. Dafür, dass wir der Erde ihr Eisen rauben. Daraus Rüstungen schmieden, die Leute tragen, um sich gegenseitig zu töten. Dass Freya uns bestraft. Vielleicht haben sie die Wahrheit gesagt. Der Jarl von Undvik. Erzähl mir von seinem Tod. Jarl Harald Hundeschnauze. Seine ganze Mannschaft ist in der Nacht gestorben. Wilma, Wilfried und Wilhelm. Ich bin zu spät gekommen. Hab gesehen, wie der Riese Wilma gegen einen Fels geschleudert hat. Er fiel neben mir runter. Alle Knochen zertrümmert. Krümmte sich wie ein Lachs im Sand. Da war Harald schon tot? Was? Nein. Der Jarl hat wie ein Bär gekämpft. Hat zugestochen, sich geduckt, geschrien, dann wieder zugestochen. Konnte sich aber nicht retten. Wie konntest du überleben? Zuerst habe ich gehört, wie der Riese die fliegenden Sirenen angebrummt hat.
Wenn das mal keine Befehle waren. In der Gefahr sehen manche Dinge anders aus. Ich weiß, was ich gesehen habe. Wollte dem Jarl helfen, aber eines der Biester hat mich mit den Klauen gepackt und hochgezerrt. Wollte mich ins Nest bringen, mich zerfleischen. Konnte mich aber aus dem Griff befreien. Bin tief gefallen. Die Landung war hart. Konnte nicht stehen. Das Letzte, was ich sah, war ein Schwarm Sirenen, der sich auf den Jarl gestürzt hat. Er jaulte, kreischte, schrie, rief. Dann war es still. Die Männer, die die Frauen und Kinder zu den Schiffen brachten, haben mich bewusstlos mitgenommen und nach Ard Skellig gebracht. Der Jarl von Undvik. Erzähl mir von seinem Tod. Jarl Harald Hundeschnauze. Seine ganze Mannschaft ist in der Nacht gestorben. Wilma, Wilfried und Wilhelm. Ich bin zu spät gekommen. Hab gesehen, wie der Riese Wilma gegen einen Fels geschleudert hat. Er fiel neben mir runter. Alle Knochen zertrümmert. Krümmte sich wie ein Lachs im Sand. Da war Harald schon tot? Was? Nein. Der Jarl hat wie ein Bär gekämpft. Hat zugestochen. Das haben wir schon gehört gerade eben. Naja, gut. Ich muss los. Dann so viel zu diesem Typ hier. Wir haben auch noch ein paar Leute hier. Mit einem prächtigen Helm aus Hörnern geschmiedet. Der Typ da drüben. Ich habe so das Gefühl, wir können ja noch was erfahren. Jetzt geht er mal aus dem Weg. Wir können ja noch irgendwas erfahren. Aber von wem? Ja, vielleicht. Nee, die wissen nichts. Ich rate dir, such keinen Ärger. Du vielleicht? Jawoll. Ich suche Leute von Unweg. Javor stammt von dort. Ich selbst bin früher auch ständig dort gesegelt. Kenn die Küste im Schlaf. Ah, echt schön dort. Wenn nur diese verfluchten Sirenen nicht wären. Du solltest lieber mich fragen. Mich oder Axel an Tordaroch. Da drüben. Was weiß ein Kerl von Arzgelix schon über Unweg? Hast noch ganz anders geklungen, als Chalmar nach Mitstreitern gefragt hat. Ist deine Treue zu den Ankretz etwas schon wieder vorbei? Ich muss nach Undvik. Noch so ein Abenteurer. Dann hör mal gut zu, wenn du nicht ersaufen willst. Wenn du aus dem Hafen raus bist, segle nach Südwesten. Achte auf Felsen, die wie Pfähle aus dem Wasser ragen. Muss zwischen ihnen durchmanövrieren. Ein paar sind kürzer. Knapp unter der Oberfläche. Nicht drüberfahren, die schlitzen dir den Rumpf auf. Und dann ist's vorbei. Hältst nicht lang durch in dem eiskalten Wasser. Einmal hab ich... Komm zum Punkt. Ja gut. Pass auf die Strömung auf. Kann dich vom Kurs abbringen. Sogar gegen die Felsen werfen. Mit ein bisschen Glück landest du am selben Strand wie Chalmar. Diese Sirenen. Gibt's davon viele auf Undvik? So viele. Mehr als auf anderen Inseln. Blödsinn. Einmal haben sie Lars und mich beim Fischen angegriffen. Bevor wir sie vertreiben konnten, hatten sie Lars ins Wasser gezogen und mich völlig zerkratzt. Arzt. Sirenen vertreiben? Wie das? Bist wahrlich kein Inselbewohner. Mit einem Hornwalhorn. Ein Tut und die hauen so schnell ab, dass ihr Geplansche deinen Kahn durchrüttelt. Mhm. War nett mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Dann mal Mast und Schotbruch. So. Jetzt können wir ja auch wieder gehen. Wir brauchen ein Schiff, wie es aussieht. Wir müssen ungefähr 1000 Fuß, also 1000 Meter, wo fast knapp umgerechnet, halt jetzt nochmal segeln. Oh. Kann ich die streicheln, die Katze? Nee. Ich kann nur die Flammen ausmachen. Das ist auch, ja, es ist viel. Es ist freie Interaktion. Ich brauche ein Schiff. Das ist ich. Nee, gerade nicht. Da ist ein Schiff. Wunderbar. Wunderbar, ein Schiff. Nein. So, und dann einmal, ja. Dahin, glaube ich, ne? Steuer übernehmen.
schnelleres Segeln ging. Ah, das ging wunderbar, genau. Jetzt einfach nur aus dem Hafen raus und dann, wie sagt der so schön westlich? Hjalmar. Mal kurz auf die Karte schauen. Boah, das ist ganz schön viel zu manövrieren. Also hier erstmal drumrum. Und dann geradewegs wieder drauf zu, genau. Gut. Am Leuchtturm quasi direkt vorbei. Naja, das ist ja machbar. Sirenen. Schnellreisen. Mhm. Cool. Ach, wir können vom Boot aus schnellreisen. Ja, apropos Sirenen, da oben schwirren schon die ersten rum. Wir haben kein Horn dabei. Okay, auf dem Land sind jetzt auch nicht so schwierig zu besiegen, aber im Wasser wird es dann schon ein wenig komplizierter. Da hinten ist, oh, da hinten ist eine Ruine auf dem Berg. Krass. Das ist ja sehr geil gemacht. Ich muss sagen, die Atmosphäre auf dem Boot, die hat was. So durch die eiskalten Meere quasi zu rudern, das ist schon. Also wir segeln ja. Wir haben ja ein Segelboot und kein Ruderboot. Von daher, wir segeln und wir rudern nicht. Aber im Prinzip kann man sagen, gerade so die Nacht, das passt schon ziemlich atmosphärisch gut. Ach, was ist denn da hinten, Mensch? Ich möchte eigentlich jetzt die Quest noch zu Ende machen. Also im einen Ruck durchmachen. Weil ich glaube, die wird lang. Ich meine, wir müssen jetzt, wir haben quasi eine ganze Insel, die wir durchsuchen müssen. Nach einem Typen und das, glaube ich, wird lange dauern. Aber nichtsdestotrotz ist die Burg da hinten sehr einladend. Und hinten ist wieder ein Turm, den ich aus der Ferne sehe. Ich bin fast dran, versucht da mal hinzugucken. Aber da kommen wir bestimmt auch nochmal so hin. So, Karte gucken. Ich soll leicht westlich segeln, ne? Wie Pfähle aus dem Boden. Das meint der, ne? Oh, ah, wir können da hin segeln gleich. Ah, interessant. Ich dachte, ich kann mir das jetzt aus als Wegpunkt irgendwie. Erfahrungspunkte 100 Stück. Der meinte bestimmt das Areal hier, oder? Stoppen, halten. Ah, stimmt, ich muss auch loslassen. Man muss auch lernen, im Leben loszulassen. Springen wir auf Kreis. Und so viel zum Thema Sirenen. Ich würde sagen, die mich nicht angreifen, greife ich die auch nicht an. Und gehe mal dahin, wo ich hingehen soll. Weil ich muss ja keine sinnlosen Kämpfe vom Stamm brechen. Aber ich höre schon wieder was. Eine Rampe? Das ist. Oh, was ist denn das? Bernstein und noch ein paar Leder und Felle. Stacheldraht. Ja, da oben sind Sirenen. Da ist eine. Da vorne ist versperrt. Das scheint wahrscheinlich eine Rampe zu sein. Denn früher gab es ja noch keine Kräne, da musste man ja noch Schiffe per Hand transportieren. Und da hat man das einfach auf rollenden Stämmen getragen. Damit man halt mit der Muskelkraft nicht so viel tragen musste. Das waren quasi altertümliche, ich will jetzt sogar fast sagen, naja, Fließbänder, kann man so sagen. Die hatten halt damals ihren Zweck erfüllt. Und jetzt soll ich auch hin, ne? Nur,
Nur halt von den Sirenen wegbleiben. Sperrfischküste. Hier sollen wir ja hin, ne? Da sind auch schon die ersten Sirenen. Greifen mich aber hier noch nicht an. Das ist sehr gut. Noch ein paar Sachen zum Mitnehmen. Und hier ist jetzt auch echt alles verlassen. Ohne Mist, alles verlassen. Naja. Hauptsache Zwergenschnaps ist noch da. Und Fell eines weißen Wolfs. Da hinten gibt es noch mehr. Meteoritenbarren, wunderschön. Die brauchen wir extrem viel für fortgeschrittene Schmiedearbeiten. Zum Looten ist hier schon mal nichts mehr drin. Von daher, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Wir sollen den Weg hier hoch anscheinend. Der Weg ist bis jetzt, wie es aussieht, noch sehr linear. Weil ich fast versucht bin, nochmal zu speichern. Allein nur aus Sicherheitsgründen, denn ich bin es ja aus Fallout gewohnt, wie schnell man auch einfach mal sterben kann. Aber bis jetzt noch keine einzige, okay, noch Sirenen haben wir schon gesehen, aber keine, die in unserer Reichweite war. So viel zu dem Thema. Hier hoch. Ich bin schon gespannt, was uns jetzt noch passieren wird. Wobei, ich glaube, dass der Eisriese bestimmt kein Riese an sich ist. Oh, was haben wir denn hier? Zeug zum Looten auf jeden Fall. Langschwert. Der Clan Ankret. Gut. Das ist quasi schon der erste, der gefallen ist. Ah, wir haben hier eine Spur. Eine Trage gezogen. Aha. Was haben wir denn hier Schönes? Longgrube, naja. Longgrube ist jetzt nicht so wichtig für das Brauen von Tränken. Mal raten, hier wurde eine Trage langgezogen. Hier wurde eine Trage gezogen. Ja, wusste ich's doch. Das heißt, den Weg ja geradeaus runter. Und da hinten höre ich auch schon was. So. Ah. Okay. Was kommt jetzt? Okay, damit haben wir uns ja quasi selber bestätigt, den Riesen gibt es wirklich. Naja, fantastisch. Ich bezweifle, dass der Kampf auch so einfach wird. Wir haben ja was zum Untersuchen. Riesenspuren. Okay, doch, die bekomme ich mit. Ich brauche die Armbrust, ne? So, komm her. Sirenenstimmbänder oder sowas
Ähnliches war das doch gerade. Sehen mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. So, na. Komm her. Ach, Mann. Mensch, komm her. Ach, komm doch jetzt mal her, du Vieh. So, hab dich. Uren, wunderschön. Zwergenschnaps und noch eine Sirene. Ich kann hier hoch, ne? Ja, kann ich. Ja. Denn hier oben scheint es noch etwas zu geben. Der Fremde. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer. Noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Vilma auch. Sicher, dass er es war? Vilma hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der Junge Ankret war auch dabei. Weißt du noch, wann das war? Wann was war? Wann Hjalmar Ankret und seine Männer hier waren. Ach das? Nein, keine Ahnung. Aber frag doch Wilhelm. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Haben Sie, Vilma? Oh ja, wollten Ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Okay. Findet das Lager von... Was? Uxar? Die Ruinen von Uxar? Was? Ah, noch eine. Komm her, Mensch. Und stirb wie ein Mann, Frau. Mensch, komm doch mal her. So, aus der Luft abgefangen. Riesenspuren anscheinend, immer noch. Ein Rüstungsreparaturset. Na, würdest du mal... Untersuch doch einfach die Spuren, Junge. Wilfred. Ich muss einen anderen Weg finden. Flieg doch einfach, Geralt. So. Wir haben auch noch einen Weg, den wir gehen können. Und das ist der, wo die Trage lang geschleift wurde. Und da ist auch schon der Turm, der einen Scheiß bewacht. Der meinte doch ja das hier, oder? Sie wurden angegriffen. Gebrochener Rücken. Als ob er aus großer Höhe gestürzt wäre. Könnten aber auch die Sirenen gewesen sein. Muss lange gekämpft haben. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Ist bestimmt Hjalmar gewesen. Der es kaum erwarten konnte, den Riesen zu töten. Ah.
Mehrere Personen haben ein Boot in Richtung Norden gezogen. Ich würde fast sagen, wir folgen der Bootsspur. Denn... ja, warum? Denn wenn die tatsächlich ein Boot gezogen haben, dann könnte uns das ja am ehesten zu den Herren führen, denn mit dem Boot wollten die ja bestimmt fliehen. Von daher, ich folge einfach mal der Bootsspur, denn die könnte mich am ehesten zum Ziel führen. Zumindest denke ich das. Eine Hütte, eine einsame. In der ein Scheiß drin ist. Gut. So, hier haben wir schon mal das Boot. Ich glaube, das ist kaputt. Chalmers Mann. Er ist auf der Flucht verblutet. Was mag seinen Leuten passiert sein? Na, Sirenen haben ja Klauen, ne? Und den, ich würde fast sagen, dass das wirklich die Sirenen waren. Und nicht der Riese. Kampfspuren. Der Riese hat sie gejagt. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Mhm. Und alles leer, als wäre alles noch geplündert worden vorher. Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Noch eine Spur. Mhm. Also wo lang? Ich glaube, zu den Höhlen, in die Berge, ne? Müsste ich jetzt gehen. Offenbar nichts. Ich speichere mal zur Not. Man weiß ja nie, ob man es benötigt. Die Höhlen, ja genau. Der Riese wollte rein, hat dann anscheinend aufgegeben. Ja, der passt auch nie und immer rein, ne? Da ist noch was. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach, der ist dann wieder hier hoch. Ah, alles klar, gut, verstehe. Da ist noch was auf dem Boden. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Gut, ich brauche hier aber definitiv. Na, wo ist sie denn, meine Katze? Genau hier ist sie doch. Das ist viel zu schlecht für mich, das Schwert, leider. Unter mir sind anscheinend noch Gegner. Gegner, mit O geschrieben. OR, Gegner. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Alles klar, okay. Dieser Gestank. Ja, jetzt nerven mich die schon wieder. Okay, ich möchte noch ganz kurz was durchgucken. Und zwar im Inventar, da hatte ich doch noch mehr bekommen. Nee, Runensteine. Igni. Müssen wir wieder was reparieren? Ja, die Waffe eigentlich, ne? Das Silberschwert müssten wir wieder mal bauen. Haben wir oft benutzt gehabt. Rundenserfahrung, ja, okay. Eine könnte man verkaufen. Von den Erscheinungstrophäen. Theoretisch gesehen, vergleichen. Der Sattel kann auch weg. Das Schwert kann eigentlich auch weg. Die Henkerskapuze, wo haben wir die gefunden? Wo haben wir denn die gefunden? Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Komisch. Wir haben noch ein paar Pergamente, die wir noch lesen können. So.
Schatzsuche, Schemas zur Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung. Interessant.